Hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen an der blau-grünen Strandpromenade der Orakelnixe mit schönem Ausblick aufs Urlaubsparadies. Und hier gönnen wir uns wieder einen neuen Logbucheintrag, der Videotagebucheintrag von mir selbst, für euch, für alle, die es interessiert und natürlich auch von meinem Umfeld. Ja, ich habe heute mal wieder allgemein gefragt, was läuft denn so in meinem Umfeld? Einiges bekomme ich ja mit, vieles aber auch nicht. Ich muss auch nicht alles wissen, aber mich interessieren so die Energieflüsse allgemein. Denn es gibt ja immer so bestimmte Tendenzen, ja. Mal aufs, mal abs, mal hin, mal her, mal hü, mal hot, mal leicht und auch mal schwer. Es reimt sich schon wieder. So kann das doch schön weitergehen. Ja, ihr seht, ich habe schon wieder etwas da liegen. Einen Teil zumindest mal, denn ich bin noch nicht ganz fertig. Ich dachte, bevor ich es zu Ende mache, nehme ich schon mal hier meine Energiewahrnehmungen auf. So wie es ausschaut, sehen wir hier auf eine männliche und eine weibliche Person. Die Zuschauer, die mir schon länger folgen, wissen, dass in meinem Logbucheintrag männlich immer gleich männlich ist und weiblich auch weiblich. Zumindest versuche ich das so darzulegen. Wenn ihr hier in Resonanz gehen möchtet oder tut, dann kann es natürlich auch spiegelverkehrt sein. Ihr dreht es dann einfach um. Ja, und dann legen wir auch schon los. Am Unterdeck haben wir den Hund, eine Seelenverbindung, ein Seelengefährte, eine Freundschaft. Dann haben wir das Schicksalskreuz. Ja, schicksalshafte Verbindung ist hier auch ein Lernfaktor mit dabei. Allerdings nicht hauptsächlich, denn das Karma-Kreuz liegt nicht am Unterdeck und liegt hier auch separiert. Also, das Kreuz spielt zwar mit, ist aber nicht so belastend, wenn man die Dinge beim Schopfe ergreift, wie es uns übertragen wird, woran wir wachsen sollen, woran wir lernen sollen. Denn es liegt ja schon seitlich bzw. auch schon mehr unten. Also hat das Schicksalskreuz nicht mehr so ein großes Mitspracherecht, wie es vielleicht vorhin schon so war in der jüngsten Vergangenheit. Ja, und darüber haben wir den Leuchtturm und die Sterne. Hier gab es vielleicht einen Rückzug, hier gab es vielleicht auch Klärungsbedarf, vielleicht eine Trennung, eine, ja, soll man sagen, eine Mauer, die man um sich herumgezogen hat. Aber ich sehe auch die Wunscherfüllung. Also jemand möchte hier die Träume, die Wünsche verfolgen, ja, das Ziel erreichen. So wie wenn man mit dem Schiff unterwegs ist und einen Hafen im Nebel sucht mit dem Leuchttürmchen. Und dann weiß man genau, ah, da ist das Ziel. Ja, also derzeit ist ein Weg zu begehen. Man ist noch nicht am Ziel. Man ist auf dem Weg. Man hat die Route schon erfasst. Man hat auch die Fährte schon erschnüffelt. Jedoch ist man noch nicht ganz beim Ziel. Noch nicht ganz zum Erfolg gekommen. Ganz oben an liegt Amors Pfeile, der ins Herzlein getroffen hat oder auch aktuell Liebeskummer bereitet, denn hier gibt es ja eine Trennung und das Herzchen liegt schräg, das heißt, es ist nicht ganz so aufrichtig, könnte es zum einen sein, nicht ganz so ehrlich, nicht ganz so lebbar derzeit, ja, die Amors Pfeile. Ja, nichtsdestotrotz sind sie da und vielleicht kommt jetzt die rosarote Brille, die so ein bisschen abgenommen wird und man tendiert jetzt oder jongliert. Ist es jetzt Liebe? Ist es eine Seelenverbindung, die höhere Ebene der Liebe? Oder ist es vielleicht auch nur ein Luftschloss gewesen statt dem Leuchtturm? Diese Frage stellt man sich hier, denn es liegt genauso, ja, wie das Kreuz abseits. Allerdings obendran. Also ein sehr wichtiges Thema. Hier geht es um eine herzliche Freundschaft oder eine Freundschaft, die sich derzeit eventuell weiterentwickeln könnte. Nach einem Rückzug ist man oftmals gescheitert. Dann haben wir hier in der Reihe zum einen den Baum, der leuchtet hier schon richtig schön in die Kamera. Das heißt, hier möchte man wachsen. Und sehr schön ist es, dieser Baum flog genau auf die
Wüstenrose. Die Wüstenrose, ja, die kann im kargen, sage ich, Gestein wachsen, denn sie ist gar keine Rose in dem Sinn, sondern sie ist eine Versteinerung von Staub mit Wasser, mit Regen zusammengemischt und hat sich dann so geformt, wenn ich das so richtig gelesen habe. Und sie sieht sehr schön aus. Auch je nachdem, wie sie eben abgeschnitten wurde, hat sie auch diese Schnittkanten und diese glänzen auch sehr schön, genauso wie mein Amethyst und mein Zitrin hier. Also für mich schon ein Schmuckstückchen, das ich geschenkt bekommen habe von einem sehr, sehr lieben Menschen, den oder die ich sehr wertschätze. Grüße gehen raus. Und wir schauen auch mal gleich weiter. Was sollten hier wachsen, außer die Wüstenrose? Also hier ist wirklich Wachstum da, auch wenn es hier ein bisschen karg aussieht, auch wenn man hier denkt, hier kann man nicht mehr zusammenkommen oder nicht mehr gemeinsam aneinander, miteinander wachsen, gemeinsam eine Zukunft aufbauen oder eben die Freundschaft weiterhin leben, weil es hier irgendwie einen Zusammenbruch gab. Einen Zusammensturz. Innerlich wie auch äußerlich. Dann fangen wir hier von unten an. Der Traumfänger. Alles liegt hier schräg. Also man ist hier wirklich noch am Abwägen, die Waagschalen oder eben auch die Harmonie herzustellen. Ja, welche Richtung geht es denn? Was ist es jetzt? Ist es? Ich kann nur wieder auf das Lied hinaus von Namika und Satz. Liebe ist. Punkt, Punkt, Punkt. Ist es verliebt sein oder schon Liebe? Sind es nicht gefühlt die gleichen Gefühle? Wo weiß man? Wo fängt es an? Wo hört es auf? Wann weiß man, ob man hier noch weiter wachsen kann oder ob es doch wirklich nur ein Luftschloss war oder eine Sandburg? Ja, also der Traum, der liegt hier und zwar im Kopf und im Herzen eines Gegenüberleins, was in der Vergangenheit so sich dargestellt hat. Ja, man hat es nicht hinter sich gelassen, man hat es immer noch im Genick, im Rücken, vielleicht auch derzeit eine Art Belastung, weil es hier eben eine Schwierigkeit gab. Hier gab es irgendwelche Ungereimtheiten, Unplausibilitäten, irgendetwas war hier am Kränkeln, kann man sagen. Vielleicht irgendeine Laus, die einem über die Leber gelaufen ist, oder auch alte Muster, die hier wieder hochkochen, die aufbrechen, die man jetzt schicksalshaft bearbeiten darf. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, soll ich hier sagen. Vermutlich hatte man schon einige Verletzungen in der Vergangenheit mit anderen Menschen. Und dies sollte man nun bearbeiten, dass nicht alle auf der gleichen Schiene sind. Ja, man hat die Verletzungen erfahren, das ist richtig. Ja, man darf sie auch ablegen, das ist sehr wichtig, um dann endlich voranzugehen und in Frieden und Freude, mit und ohne Eierkuchen, ganz egal, leben zu können. Dieses Gegenüberlein schaut hier auf eine Reise oder auch Fernweh oder eben auch die Sehnsucht. Das war mein erster Impuls hier, die Sehnsucht nach dieser Dame. Das wären dann in eurem Fall ihr selbst. Ja, hier hat jemand wahnsinnige Sehnsucht. Jemand weiß, dass man hier kommunizieren sollte. Man muss etwas klären. Man ist auch aufgeregt. Man hat immer noch die Schmetterlinge im Bauch. Und man weiß wirklich nicht, wann weiß ich denn, ob es wirklich die richtige ist? Wann weiß ich, ob ich hier wirklich ankommen darf? Ja, eine Garantie, eine Gewährleistung und Rückgaberecht gibt es leider bei Amor und Co. nicht. Ja, jemand ist hier wirklich auf leisen Sohlen unterwegs, ähnlich auch wie der Fuchs, schaut sich die ganze Sache an, beobachtet vermutlich auch aus der Nähe und der Ferne. Ja, vielleicht hat man auch verschiedene fahrbare Untersätze und wechselt die, wo die Dame vielleicht sie gar nicht kennt, also quasi inkognito auf Detektivarbeit unterwegs ist. Also natürlich aus eigenem Interesse, aus eigenem Stolz vielleicht auch, dass man hier nicht auf die Dame zugeht aktuell oder eben auch die Angst, die Verletztheit und ja, letztendlich auch die Verlustangst, jemanden gänzlich zu verlieren können. Wenn es nicht schon so ist, wenn es nicht schon zu spät ist, zumindest denkt hier schon jemand, dass hier wirklich eine sehr
Verfahrene Situation es gab und man weiß auch, dass man hier wohl Bockmist gebaut hat, denn man hat hier den Traum auf den Kopf gestellt. Etwas entwickelte sich fast zu einem Albtraum. Also man ist genau die falsche Richtung gegangen mit den Worten, mit den Taten oder auch mit den Nichttaten oder Untaten. Etwas tut einem hier unendlich leid. Die Frage ist, konnte man nichts besser? Konnte man es nicht besser? Hat man es nicht besser gewusst oder hat man es mit Absicht gemacht? Also ich sehe jetzt hier keinen Fuchs oder Manipulationen mit so Richtung Masken aufsetzen oder so. Von daher denke ich, es ist hier nicht reine oder pure Absicht gewesen. Vielleicht schon so ein kleines bisschen, ja, ich möchte dich ein bisschen in die Richtung lenken, wo ich dich haben möchte. Aber so gänzlich mit Lug, Betrug, Scheinheiligkeit sehe ich jetzt hier aktuell noch nicht. Aber wir sind ja auch noch nicht am Ende. Auch nicht am Ende möchte hier jemand sein. Vielleicht ist man derzeit ein bisschen energetisch, wohlfühlmäßig am Ende. Also kraftmäßig etwas ausgelaugt, denn es liegt ja alles ein bisschen seitlich, ja, wie wenn man im Bett liegt. Ne, horizontale. Der Turm liegt allerdings abseits, wenn auch zentral, aber es scheint hier doch nicht alles zu Ende zu sein. Dann habe ich gefragt, wann findet denn hier die Kommunikation statt oder wann denkt denn jemand hier vielleicht in Kommunikation zu gehen? Und da habe ich doch tatsächlich den Skorpion bekommen. Dieser steht jetzt unmittelbar an, 24. Oktober bis 22. November wäre passend, denn ich habe am Unterdeck auch noch circa 2 bis 3 Wochen. Also wäre ja durchaus konform und durchaus ja auch denkbar. Muss es aber nicht, denn Universum und Zeit sind zwei Paar Stiefel, beziehungsweise einer ist ein Stiefel und der andere ist ein High Heel. Also ob die beide dann so konform laufen können, das lassen wir mal so im Raum stehen. Dann würde ich jetzt noch Zusatzkärtchen nehmen. Und zwar nehmen wir einmal, weil es ja doch eine Art Herzensverbindung ist, die Herzkärtchen von Toni. Was hat denn Toni hier zu sagen? Abwarten, überstürze nichts, lass die Dinge ihren Lauf nehmen. Ja, ich sag ja hier, jemand weiß nicht so recht, wie, wo, was und überhaupt und sowieso, ne? Wann kann ich denn? Ich weiß, hier darf etwas bereinigt werden oder soll. Ich kann nicht dies unausgesprochen lassen. Diese Situation möchte ich in meinem Leben nicht so stehen lassen. Es tut mir gut und nee, es tut mir nicht gut. Es tut mir gut, wenn ich hier ins Reden komme. So soll es heißen. Es tut mir und vermutlich auch meinem Gegenüberlein, also den beiden, männlich oder weiblich, gut, wenn man hier kommuniziert, wenn man hier miteinander eine liebevolle Aussprache hält, also ohne Streitenergie. Und die sehe ich hier tatsächlich auch nicht, denn ich habe weder Ruten noch die Sense da liegen. Also durchaus hier doch gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Ne? So, dann würde ich doch mal gleich die Seelen fragen. Ja, und eine dampft schon wieder ab. Eine liegt am Boden, das heißt, es sind sogar zwei, die am Boden liegen. Ja, was denn hier los? Beide liegen am Boden. Neue Strategien sind nötig. Finde den Weg zur Liebe und zum Glück. Ja, eine Strategie, so wie ich sagte, wie der Fuchs, also nicht Lugbetrug, sondern man möchte hier wirklich keinen Fehler mehr machen. Es ist wirklich spitz auf Knopf, dass es hier komplett den Cut gibt. Wirklich mit allem. Tutti kompletti, Abschnitt, Abschied. Und das möchte hier jemand unbedingt vermeiden. Deshalb auch ein Rückzug, eine längere Wartezeit. Was mache ich bloß? Vielleicht gibt es auch noch irgendwas zu bereinigen im Außen. Erstmal den Weg freischaufeln, dass man hier freie Bahn hat und auch letztendlich was beten kann. Eine Art Vorschlag machen, wie man hier wieder zusammenkommen könnte oder wie man sich's auch vorstellt, die Wünsche wieder hervorholen und dann besprechen, ob es denn noch Sinn hat oder ob es keinen Sinn mehr macht. Und wir haben befreie den Fluss deiner kreativen Energien und nutze sie für dein Leben. Ja, hier darf jemand kreativ sein. Genau das, neue Strategie und kreativ sein. Ja,
Vielleicht will jemand so diesen Schaumblick aufsetzen. Ja, lieber Kopf hoch als Kopf runter. Das ist hier die Energie, die ich hier reinbekomme. Kopf hoch, es wird gut werden. Ja, vertraue darin, hab Mut und gehe hier voran. Und du, je nachdem, auf wen ihr jetzt hier schaut und wer ihr seid, männlich oder weiblich, die andere Energie, die weibliche Energie darf empfangen. So soll es ja auch sein im Kosmischen. Ja, die männliche Energie ist die aktive, sie soll vorangehen und die weibliche darf empfangen. Da finde ich im Übrigen immer dieses Geben und Nehmen ganz gräuslich. Ich finde eher Geben und Empfangen ist doch viel passender. Nee, Nehmen hört sich immer so nach Diebstahl an oder einfach nehmen, ohne den anderen zu fragen. Nein, man darf hier die Hände aufhalten, darf sagen, ja, du darfst mir was geben und ich empfange es. Ich werfe es nicht weg, wenn es zum Beispiel dein Herz ist. Ich schmeiße es nicht weg. Ich nehme es in die Hände und ich behüte es wie einen Schatz. So, dann würde ich doch sagen, wir nehmen noch die Meerjungfrauen heute dazu. Was haben diese dazu zu sagen? Zwei Stück wären auch fein, liebe Kolleginnen. Nummer 1, oh, es sind mehr, aber wir nehmen es, wie es kommt. Ihr wisst es, ich möchte die Karten ungern beschneiden. Dann legen wir mal los. Wow, der Sirenengesang, der Ruf, Aufforderung, Stimme, etwas anerkennen. Ja, anerkennen, zu geben und zu empfangen. Und auch die Aufforderung, der Ruf hier, der Sirenengesang dieses Bootes, dieses Schiffes oder eben auch des Leuchtturms oder der Orakelnixe, eine Art Lorelei, wer sie kennt, ja, die mit ihrem Gesang ja immer die Seefahrer, die Kapitäne bezirzt hat. Und so sieht es hier aus, der Ruf, die Aufforderung, die Stimme etwas anerkennen, der Sirenengesang. Wow, und wir haben sich verlieben, das gegenseitige göttliche Küssen in dir selbst. Also hier geht es um die göttliche himmlische Vereinigung, das Naturell. Zwei, die sich wirklich gefunden haben, ob sie sich gesucht haben, lasse ich jetzt mal dahingestellt, denn das Beste kommt immer von alleine, ohne danach zu suchen. Jedoch kann dies die Antwort oder auch die Lieferung auf Affirmation und Manifestation sein. Und wir haben dann nach der Vereinigung, wow, hier wächst und gedeiht was, vielleicht gibt es hier wirklich Nachwuchs, Yemaya. Die große Ozeanmutter, Ursprünglichkeit, hier darf man ins Urvertrauen wieder zurück, raus aus Ängsten, Sorgen und vielleicht auch Zweifeln, etwas anzweifeln und sich bezweifeln, weil man durchs Außen so viel eingetrichtert bekommen hat. Ja, vielleicht ist ja noch jemand, der mal ursprünglich hier für Schwere noch gesorgt hat, der ein bisschen reingequasselt hat und diesem Gegenüberlein hier ein ganz, ganz falsches Weltbild vor die Nase gesetzt hat. Ja, ihr wisst, steht der Tropfen, höhlt den Stein. So, wie man sich bildet, so, wie man Informationen aufsaugt, das kopiert man auch, ob bewusst oder unbewusst. Das ist wirklich so, das habe ich schon selbst erlebt. Ja, dann sagt man Dinge, die man selber gar nicht kommunizieren wollte und eigentlich auch nicht die eigenen Worte sind. Und das ist schon immer wieder sehenswert, wie man sich da direkt und indirekt manipulieren lassen kann, lenken lassen kann, ja. Ja, sehr schön. Also jemand ruft, die Liebe ruft, man darf sich hier endlich vereinigen, ohne dass irgendein Blatt oder irgendeine sonstige schwere Energie dazwischen funken darf. Man darf hier etwas auf neue Wege bringen. Man darf hier sich neu zusammenraufen, neu zusammenfinden. Ja, und sich einfach in Arm nehmen, einfach lieb haben, Liebkosung, kuscheln, knutschen, alles Mögliche, was man möchte. Oder einfach auch nur so Zeit miteinander verbringen. Ja, meine Lieben, das war's für hier und heute. Ich möchte es nicht zu lang machen wieder, sondern so eine schöne Mitte finden, einen schönen Mittelweg, dass für jeden was dabei ist. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Liken, Teilen, Abonnieren, Kommentieren, Glöckchen drücken, dann seid ihr mal up to date und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss, deine Orakelnixe.